Alter, ihr. Mach ich wenig Schaden. Das hat der Thrash hat eh, oder? Also aus. Ist kein Play, oder? Aber wir haben doch Hook. Ich schwöre, wir haben Hook. Ich schwöre bei Gott, wir haben Hook. Hat einfach Hook nicht gemacht. Ey, ist ja nur cooler unterschätzt. Oh mein Gott. Hier oben links kann man sehen, dass Nautilus erster Hook bei 1,52 war natürlich komplett schlecht, dann von mir vorzuwalken. Genau über mir sieht man den Cooldown vom Hook. 14 Sekunden hat er Cooldown. 1,52 ist sein erster Hook gewesen. Sagen wir, wir runden auf und machen 1,56 draus. Dann wäre der Hook nach 2 Minuten und 11 Sekunden ready. Wie man im unteren Bild hier sieht, hat er auf jeden Fall Hook. Und wir sind noch... Es laufen Gönjamin-Wochen, ja? Eigentlich würde ich schätzen, dass er 2 Minuten 10 den Hook hat. Und wenn er dann hookt, dann ist es auf jeden Fall ein 1-für-1. So oder so sollte es ein 1-für-1 sein, wenn Nautilus nicht komplett trollt und einfach nicht hookt. Das heißt, mein Gefühl dafür, wann Nautilus Hook ready war, war richtig. Aber ich habe auch absolut kein Verständnis dafür, warum er nicht hookt und kein Verständnis dafür, warum ich vorwalke und mich Thrash fällen lasse, wenn wir cool noch Hook haben. Auch komplett bad von mir. Boah, habe ich awkward Gold. Ist niemals korrekt, Crit-Log zu gehen, oder? Stehen ist vielleicht noch okay, aber ist probably bad. Aber ein Longsword gehen fühlt sich auch so scheiße an. Maybe wäre es ein Longsword plus Pot verkaufen wie Fiddlebe gehen. Oder Boots Pot verkaufen wie Fiddlebe ist probably der Call gewesen. Wait, ich bin so lost. Wait, wofür habe ich eigentlich Crit-Log gekauft? Ich gehe doch gar nicht Collector Wash. Ich gehe Humus Wash. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, dann gehe ich jetzt Collector Wash, I guess. Ach du Scheiße, bin ich lost. Okay, wir sollten einfach nie wieder fighten, I guess. Das wäre terrible gewesen, den hochzutreffen. Ja, der Nord spielt nicht mehr, ne? Er trollt halt legit. Oh Mann, wenn das trifft. Wie? Ich stink ja so nach Scheiße. Okay, was macht die Eve da? Die Eve ist 6. Habe ich den Hook da? Schon. Das hat mich getroffen, okay, Bill. Boah, ich bin so ein Bastard, Digga. Das ist so free. Das ist so verfickt free. Alles, diese ganzen Fights sind so unfassbar free, außer Level 1. Das sind alles Fights, die wir Gigahard gewinnen sollten, wenn ich ansatzweise gut spielen würde. Aber ich spiele sie alle so ultra schlecht. Whatever, Mann. Die spielen ohne Top-Laner. Einfach weiterspielen. Ich habe Utility gepickt. Ist okay. Genau, Weave ist, ne? Ich sterbe wahrscheinlich einfach. Gell? Okay, die ist Mitte. Ich töte auf Mitte. Ich komme auch Mitte. Oh mein Gott, was? Jetzt geht er doch, top. Jungs, die Camille gewinnt doch 1v1. Das ist eine 0-7 Caitlyn auf Sideline. Like, wir müssen nicht top laufen. Auf unser ADC hinted. I mean, dafür nehmen wir jetzt einmal Bot Tower dafür, dass wir top lane die 0-8 geschickt haben. Das ist so bad. I mean, es ist verdient, right? Weil ich so schlecht spiele, aber es ergibt trotzdem keinen Sinn. Genau, es ist einfach nur Giga tiltet. Der spielt nicht so bad und ich laufe halt runter. Ich schätze nicht, dass die Eve hier ist. Naja. Ist sie nicht. Oh mein Gott, der Damage. Crazy. Reicht leider aber nicht. Das Sidestep ändert aber nichts, oder? Ist sie nicht einfach dead? Respektlos.
Spawn ist halt echt nicht so bad, die Kaiser leider. Was schon, Jungs. Ist okay, denke ich. Ich hätte Q dodgen müssen, dann lebe ich da. Lebt einfach nur oder nicht? Mir wurde cancelled. Bin ich schlecht, Alter. Whatever. Oh? Ja, nicht schlecht. Okay, okay, sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus. Let's go. Mein Team ist mir auf 3. Boah, wer ist ein unverdienter Sieg? Und mit, dass wir einen Damage haben und jemals den jetzt zu finishen, das ist terrible. Okay. Wir haben einen Eve getroffen, ist gut. Nee, die ist ja gar nicht gestunt dort. Das war huge. Ich dachte, der Boyas dann hält länger. Ich habe mein W gestunt. Oh mein Gott, wir holt ihn nicht über die Trap rüber, ist das widerlich. Oh, okay. Gut, Snipe. Jetzt aber schon sehr deep mal wieder. Wenn wir die Kaiser kriegen würden, wäre gut. Okay, ist fein. Jetzt schon lange alle Muten sein. Alles passt da in meinem Team. Problem ist, die kriegen jetzt Nash und dann müssen wir into Nash fighten. Den Drake fighten. Ach du Scheiße, der BR halt schon wieder. Aber Jungs, warum fighten wir denn nicht? Mit unserer Kata zusammen. Warum wollen wir den verlieren? Salam, war dead. I don't know. Macht doch keinen Sinn. Wait a second. Wieso kauft der Nautilus so viel Zeit? I mean, wir müssen das kind of fighten. Ich sehe halt nur nicht, wie wir das fighten. Ihr seid gechoked. Wir haben leider trotzdem nicht so, oder? Boah, weiß nicht, ob wir da sterben mussten. Oder mir nicht einfach den Kill lassen können. Okay, ich meine, mein Mid-to-Late-Game spiele ich immer ganz okay. Schade, dass ich die Lane so reingeschissen habe, dass ich trotzdem nicht viel machen kann, bis ich so behind bin. Der Eve ist actually bot. Ja, ich habe nicht mit dem Hook gerechnet, der so trifft. Haben wir einfach gewonnen? Nein, die Caitlyn ist halt actually sehr neu. Mein Gott, wie kann ich mir diese Trap gönnen? What is she doing? Sie hatte genug.
Das tötet mich, Digga, die Autotech. Komm schon. Ah, wie schlecht ist mein Team, dass wir diesen Fight verlieren, by the way. Wir haben diesen Fight verloren. Okay, ich denke, Rapid Fire kennen ist es. Rapid Fire kennen und dann Boots verkaufen für Science Fair, maybe. Und Collector für Stormraiser noch. Hey, aber Stormraiser ist actually besser als für Rapid Fire. Ist jetzt zu spät. Geil, okay, einfach Kaiser halt raus. Schlechte Royals. Oh, liefert mich. GG. Oder? Oh, actually? Kaiser trollt. Ja, was ist mit dieser Kaiser passiert? Die hat so gut gelernt. Ich möchte einfach raus dem Game. Die war zum Glück nicht geultet. Dein Team kommt halt auch so bad, ne? Alter Bruder, bist du ein Stück Scheiße, Junge. Kein Wunder, dass die so nutzlos ist, Alter. Oh, sie hat einfach E und E nicht den Thresh-Hook und stirbt einfach. Boah, ist das Spieler schlecht. Komisch, dass der keinen Impact hat, obwohl wir Toplane Turbo gecampt haben. Die Caitlyn stand 0-8, ne? Caitlyn macht einfach mehr als diese Camille. Die Camille ist 8-1 in dieses Game gestartet. Camille ist ein Spieler, hat schlecht in Erinnerung ab. Auch im Game des Tages mit Proxer, was heute kommt, war der auch im Gegnerteam. Und das Game davor war in meinem Team und beide Games hat auch gar nicht performt, nichts gemacht. Wir können Elder nicht fighten, Bro. Das kann machen können, ist Waves nehmen. Und dass wir Full Items kriegen und dann versuchen, nicht zu fighten gegen den Elder. Das, was wir machen können. Wir werden gar nicht fighten, bis der Elder gone ist. Okay. Das blocken wir nicht. Keine Träume. Du Bastardsohn, du dreckiger Hurensohn. Was ein Bastard. Er hookt nicht und er blockt nicht. Was ein dreckiger Hurensohn. Ja, wir spielen alleine an der Stelle. Legit. Wir töten einfach Yveta, ne? Wir töten sie einfach. MC vorbei, Lian. GG. Was ein dreckiger Nutten. Weil ich Lane getrollt habe. Verliert das Spiel mit Absicht, Minute 35. Was ein Hurensohn. Imagine, ich mache die am meisten von meinem Team. Ich werde 5 Minuten gefreezed, scheiß Lane komplett rein und mache am meisten aus meinem Team. Obwohl wir Full Topside spielen, das ist gestört, Digga. Ja, Bruder, das wird 100% der Nautilus sein. Und wegblocken den Mann. Das ist ein Scam, sehr schlechtes Scam von mir. Was ist dieser Hook? Das Ding ist, wenn wir diesen Hook machen, dann. Das hier ist halt treu von mir, ne? Dass ich hier jetzt weiter rauflaufe, ist halt Gigabad. Das hier ist eigentlich fein. Und jetzt sollte ich halt voll rauslaufen und Kaiser hitten. Und nicht reinlaufen. Auch gut vom Thresh, mir Flash Ignite Outtake zu geben. Ja, Gigawert einfach. Einfach abworken, wenn wir Cooldowns haben. Ist einfach stupid von mir. Okay, und jetzt haben wir das Comeback-Play, was ich auch choke mit. Also, der Nautilus hat schon angefangen zu trollen, ne? Also, ich bin jetzt einmal gestorben und seitdem hat er die Lane losgelassen, right? Dass er hier nicht den Hook blockt, ist crazy. Schade, dass ich wenig getroffen habe. Hab zu spät reagiert. Wenn ich schneller wehe, dann ist hier dann Tower Gun stirbt. Okay. Das ist jetzt trotzdem ganz gut gelöst vom Nord. Er Flash Outtakt auf sie, weil sie greedet. Steht zu weit weg. Ist trotzdem okay. Disgusting weh von mir. Wie misse ich das? Deswegen sterbe ich hier noch fast. Wenn ich das wenig misse, dann stirbt er deutlich schneller. Und vielleicht können wir dann gegen die Eve mehr machen. Ist hier gut geschehen. Dann Outtake Q gemacht. Das war auch gut. Jetzt hätte ich ja nicht, danach hätte ich halt laufen sollen, ne? Aber ich laufe sie rein, for no reason. Ich dachte, meine Outtake killt. Killt's leider nicht. Okay, das war aber ein ganz gutes Comeback-Play eigentlich. Dann töten wir da. Und jetzt, das grief ich auch so krass, ne? Auf jeden Fall grief ich auch so übertrieben. Ich werde meine Outtake hier immer auf die Kaiser machen. Bloß dann sollte ich jetzt hinter Minions kiten. So, warum laufe ich nicht hier hin? Dann kann mich der Hook nicht treffen. Da hatte ich keine Outrun. Aber ich muss einfach nur hier hinlaufen, Kaiser hitten, dann gewinne ich das auch. Das ist so schlecht, alles von mir. Danke fürs Anschauen des kompletten Videos. Absolut ehrenwert, wenn ihr das Game des Tages von morgen auf S3, was einen lustigen Weltstart hatte, nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und ein Like und bis morgen. Kuss, Kuss. Das ist Ding, hier haben wir einfach gemisst. Ich kann das nicht. Ja, ich glaube, es ist Liebe.